Jetzt Herr Dr. Markus Kreils Meinung bzw. Vermutung zur aktuell höchst brisanten Lage. Hören wir rein. Das bedeutet aber, wir können dann die Einkommenssteuer nicht senken, sondern wir können sie abschaffen. Wir können sie tatsächlich abschaffen. Die Möglichkeit hat man, wenn man das will. Wir können die Einkommenssteuer abschaffen, die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer, die Kirchensteuer, den Solidaritätszuschlag, die Kapitalertragssteuer, die Erbschaftssteuer, die Grunderwerbssteuer, die Grundsteuer. Das können wir alles abschaffen und durch eine Konsumsteuer ersetzen, die aber so klein ist, dass sie nur noch 10-12% des Bruttosozialprodukts abschafft. Und in dem Moment, wo wir das machen, wird eine Menge an Kapital in dieses Land strömen und diesem Land einen Wachstumsschub und einen Investitionsschub verpassen, wie wir ihn in der Geschichte der Menschheit noch nicht gesehen haben. Und zwar deswegen, weil dieses Land immer noch über eine gute Grundsubstanz verfügt, die in Kombination mit diesem Kapital produktiv eingesetzt werden kann. Wenn wir aber noch 10-15 Jahre warten, dann haben wir diese Grundsubstanz nicht mehr. Grundsubstanz, das ist eine halbwegs gut ausgebildete deutsche Bevölkerung. Das ist eine noch nicht ganz heruntergewirtschaftete Infrastruktur, auch wenn wir sie 20 Jahre vernachlässigt haben, mit Folgen, die mittlerweile jeder sieht und die uns gegenüber den Wettbewerbern da draußen ins Hintertreffen geraten lassen. Aber die Grundstruktur ist noch funktionsfähig, man kann sie reparieren. Das ist eine Grundindustriestruktur, die nicht darauf beruht, dass wir irgendwo Maschinen allein stehen haben, sondern die darauf beruht, dass dieses Land immer noch über Millionen von innovativen, findigen, tüftelnden Unternehmern verfügt, mit großem Ingenieurswissen, mit großem technischen Wissen, mit großem Wissen über globale Märkte, mit internationaler Verflechtung und mit internationalen Beziehungen und mit Erfahrung im Einkauf und im Verkauf über Ländergrenzen hinweg. Deutschland war früher das Land der riesigen, riesigen Handelsbilanzüberschüsse. Das sind wir nicht mehr. Wir machen jetzt Handelsbilanzdefizite. Wir produzieren auch nicht mehr ausreichend. Die Automobilproduktion liegt um fast die Hälfte unter dem Niveau von vor 5 Jahren. Wer sich das anschaut, der kann nicht bei Verstand behaupten, dass unsere Wirtschaft gewachsen wäre. Das ist sie nicht. Und wer wissen will, warum diese Krise so tief ist, der muss auch weit zurückgehen. Wenn man sich anschaut, wie sich das Einkommen der Menschen seit Einführung des Euro entwickelt hat, dann stellen wir fest, dass die ersten 23 Jahre des Euro nicht zu einer Erhöhung des Wohlstands in Europa geführt haben, nachdem er vorher 50 Jahre gewachsen war. Und seit 3 Jahren fällt der Wohlstand, und zwar massiv. Und wir haben heute ein deutlich unter dem Niveau von vor 25 Jahren liegendes Einkommensniveau des Durchschnittsbürgers. Da gibt es nach 25 Jahren Euro nichts zu feiern, gar nichts. Und wenn die EZB jetzt ihr 25-jähriges Jubiläum feiert und sich dabei auf die Schultern klopft, dass sie noch da ist, sie ist noch da auf Kosten der Bürger und nicht zum Nutzen der Bürger. Und deswegen sage ich, diese politische Klasse hat ausgewirtschaftet, abgewirtschaftet und auch ausgedient. Und deswegen appelliere ich an alle Menschen in diesem Land, sich das anzuschauen, sich ein Urteil zu bilden, sich nicht weiter framen zu lassen von einem Staatsfernsehen, für dieses Staatsfernsehen, für das der Satz von Thomas Jefferson gilt, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit kann von alleine aufrecht stehen. Und sich das anzuschauen und dann an der richtigen Stelle ihr Kreuzchen zu machen. Und das ist nicht bei der SPD und nicht bei der FDP und nicht bei der CDU, nicht bei den Linken und nicht bei den Grünen. Und übrigens auch nicht bei der Wagenknecht-Partei, denn das ist eine weitere linke Partei. Davon haben wir doch schon 10. Eine weitere linke Partei braucht dieses Land wie ein vor den Bauch gebundenes Klavier. Dieses Land braucht endlich eine freiheitliche Richtung. Also eine Partei, die in der Mitte der Bevölkerung und in der Mitte des politischen Spektrums agiert und dem Bürger das zurückgibt, was er erarbeitet hat und was ihm die ganze Zeit im Grunde genommen widerrechtlich weggenommen wird. Und widerrechtlich meine ich auch, wenn ich das so sage, da ist zwar ein Gesetz da, aber widerrechtlich heißt nicht, dass dieses Gesetz in Ordnung ist. Ja? Diese Gesetze, dem Bürger alles wegzunehmen und es dann in der ganzen Welt freihändig auszugeben, das hat mit Recht nichts mehr zu tun. Und wer wissen will, wo die Ideologie herkommt, die das prägt, der muss sich mal die alte Rede von Joschka Fischer anschauen, der da mal gesagt hat, der Deutsche ist das Problem, weil er besonders erfindungsreich und fleißig ist. Und man muss ihm alles wegnehmen, egal wie man es verschwendet und verschenkt, Hauptsache er hat es nicht mehr. Dadurch, und dann so viele Menschen ins Land holen wie möglich, damit der Deutsche ausgedient werde. Das hat er gesagt. Ich habe es jetzt nur sinngemäß zitiert und nicht wörtlich, aber das hat er gesagt.
Das ist die Ideologie, die unsere Politiker antreibt. Den Leuten alles wegzunehmen und es dann zu verschleudern und sich irgendwo bei Hors d'oeuvre und Champagner im Ausland dafür feiern zu lassen. Und so geht's nicht, meine Damen und Herren. So geht's nicht. Deswegen, ja, durchhalten. Die 2 Jahre müssen jetzt leider sein, weil die Deutschen wachen ja sonst nicht auf. Die müssen den Schmerz am eigenen Leib erfahren. Aus Analyse heraus lernen sie es leider nicht oder jedenfalls nicht alle, nur ein Teil von denen. Ja, ein Drittel hat es vielleicht jetzt gemerkt, aber wir brauchen eine Mehrheit. Wir brauchen mehr als 50% insgesamt, die es merken. Und es geht halt leider nur über den Schmerz. Und dann die Politikwende herbeiführen. Nur der Wähler kann die Politikwende herbeiführen. Eine AfD kann die nicht herbeiführen. Ein Hans-Georg Maaßen kann sie nicht herbeiführen. Ein Markus Krall kann sie auch nicht herbeiführen. Niemand kann sie herbeiführen. Der Wähler kann sie herbeiführen. Aber die anderen alle, die sich da finden können, um eine freiheitliche Politik zu machen, die müssen dem Wähler ein Angebot machen, damit er die Wende herbeiführen kann. Nun Herr Dr. Markus Krall, Top-Analyse. Der Bürger, der muss die Wende herbeiführen. Er kann sie aber auch herbeiführen. Noch ist das System nicht so autokratisch, dass man dem Bürger die Möglichkeit aus der Hand geschlagen hätte, die Wende herbeizuführen, auch wenn Frau Esken von der SPD vielleicht davon träumt, die Opposition verbieten zu lassen. Ja, aber Opposition verbieten hatten wir in Deutschland im 20. Jahrhundert 2-mal. Ja, das ist die Tradition, in der Menschen stehen, die die Opposition verbieten wollen. Aber noch ist das nicht der Fall. Und noch haben wir die Möglichkeit, uns auf demokratischem Wege zu äußern. Und deswegen lade ich alle Menschen ein, informieren Sie sich. Informieren Sie sich. Es liegt in Ihrer Hand. Es liegt auch in Ihrer Hand, diese Informationen dann zu verstehen, zu interpretieren und in Wahlen umzusetzen, aber auch in Protest oder in anderen Möglichkeiten, die uns die Demokratie als Ausdrucks- und Gestaltungsform der politischen Gestaltung bietet. Engagieren Sie sich, treten Sie ein in Parteien, die die Freiheit vertreten. Da wird es in einigen Wochen eine Möglichkeit dazu geben. Da sind alle eingeladen, die für die Freiheit einstehen wollen, auch einzutreten. Aber sie müssen auch für die Freiheit einstehen. Ja, also Menschen, die nicht für die Freiheit einstehen, können wir da nicht gebrauchen. Aber wir haben die Chance. Und mit dieser Chance können wir dieses Land wieder aufrichten, wie Phönix aus der Asche. Ja, dieses Land hat schon andere Krisen überstanden. Es hat ein starkes Rückgrat, wenn auch viele seiner Politiker keins zu haben scheinen. Aber dieses Land hat eins. Und dieses Land wird sich wieder aufrichten, wenn die richtige Politik gemacht wird. Und ich bin sicher, die richtige Politik wird kommen. Ja, es kommt alles zu seiner Zeit. Ich schätze in 2 Jahren, bis dahin wird es noch sehr, sehr hart. Aber dann kann dieses Land zu neuen Höhen des Wohlstands finden, zu neuen Höhen der zivilisatorischen Blüte finden, in besseren Verhältnissen mit seinen Nachbarn leben. Und nicht ständig irgendwelche Politiker im Bildschirm haben, die was von Krise brabbeln, die sie lösen müssten, obwohl sie es selber verschuldet haben. All das ist möglich, all das können wir erreichen. Und dafür müssen wir in 2024 was tun. Dazu lade ich Sie alle ein.